Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, jetzt mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen. Mein Name ist Nicole Davido und heute geht es um dein Ego. Es geht vor allen Dingen um die Geschichten, die dir dein Ego den ganzen lieben langen Tag erzählt und wie auch diese Geschichten dein Ego dich steuern, dein Leben steuert. Und ob das überhaupt dienlich ist, ob das dir was bringt oder ob es tatsächlich auch was bringt, dir dem bewusst zu sein und dann neu wählen zu können. Also heute geht es wirklich darum, dass wir mal anschauen, was für Geschichten sind es, die dein Ego dir den ganzen Tag erzählen und wie schaffst du es, da schneller auszusteigen, schneller die Wahl zu treffen, zu sagen, will ich da jetzt gerade mitgehen oder nicht, also auch schneller aus diesen Ego-Gedankenschleifen auszusteigen. Wir kennen sie nämlich alle. Und wenn unser Ego erstmal, ja, ich sehe es immer so wie so ein kleines Männchen, das aufsteht und sagt, dann ist es so destruktiv, dann geht die Verbundenheit, die wir mit anderen Menschen haben, flöten. Dann sind wir echt extrem hart zu anderen Menschen und mit uns selbst. Das führt zu so viel Stress, Streit und Drama. Und wirklich so ein Ego-Bewusstsein zu entwickeln, ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll und vor allen Dingen kommst du damit in so dein authentisches Selbst. Weil das Ego selbst hält dich immer davon ab, wirklich mit deiner Authentizität zu connecten und mit deiner Intuition zu connecten. Und das sind ja so diese Dinge, die wir wollen. Wir wollen ja authentisch sein, weil wenn wir authentisch sind, wenn wir also unser authentisches Ich an die Oberfläche bringen, dann verbinden wir uns ganz leicht mit Menschen. Das heißt, wir haben ganz andere Beziehungen, wir haben auch ein viel erfüllteres Leben, weil wir einfach in uns selbst ruhiger sind, mehr im Frieden sind, entspannter sind, mehr mit Leichtigkeit leben. Wenn wir mit dem Ego unterwegs sind, dann leben wir extrem schwer und sind extrem im Kampf. Und deswegen freue ich mich, heute mit dir diese Episode zu teilen. Ich glaube, sie wird dir extrem dienen, um im Alltag dir bewusst zu werden, ach spannend, da ist gerade mein Ego aktiv und bringt mir das gerade was? Und die Antwort ist meistens nein. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt dein Ego zu verbannen. Das hast du mich jetzt vielleicht, wenn du den Podcast schon länger hörst, schon oft sagen hören. Ich bin nicht einer von den Coaches, die sagt, wir müssen alle egofrei sein und das Ego ist schlecht. Das ist Quatsch. Das Ego ist ein Teil von uns und das Ego ist auch Teil der menschlichen Erfahrung. Es geht nur darum, dass dein Ego nicht dein Leben runnt. Es geht nur darum, dass du dir bewusst wirst, ach spannend, hier ist das Ego gerade aktiv und dann neu zu wählen und dass du quasi wieder das Lenkrad von deinem Leben in der Hand hältst und nicht dein Ego, ja? Also wie du auch hörst, es geht auch darum, wirklich eine Separation zu packen. Also so, du bist die eine Version und das andere ist dein Ego. Du bist nicht dein Ego, ja? Genau, also ich freue mich riesig, mit dir diese Episode zu teilen. Teil sie super, super gern mit Freunden, mit deiner Community bei Instagram @NicoleDavido. Kannst du mich auch verlinken, dann reposte ich das auch. Weil das ist ein Thema, was uns alle angeht. Ja, wir haben alle ein Ego und ja, dieses Ego steht den meisten von uns im Weg. Also würde ich mich total freuen, wenn du die Podcast-Episode teilst. Das ist mir immer ganz wichtig, dass so viele Menschen wie möglich sich diesen Themen einfach mal widmen und ja, da auch eine Veränderung in ihr Leben ziehen. Genau. Ansonsten gibt es mein Gruppencoaching ja noch einmal dieses Jahr. Das wollte ich auch auf jeden Fall noch mal ganz kurz ansprechen, weil ich mich so freue schon. Also diese Runde ist jetzt schon fast vorbei und ich bin unfassbar dankbar, glücklich, erfüllt über die Ergebnisse, die ich auch sehen kann. Es sind schon jetzt Frauen in einer Beziehung oder andere haben sich ihr Job manifestiert, ihr Traumjob manifestiert und einfach High-Value Manifestation Queens geworden. Und das ist für mich natürlich das absolut Schönste zu sehen, wenn ich die Ergebnisse sehe von meiner Arbeit. Darum geht es mir natürlich. Und wenn du jetzt überhaupt gar keine Ahnung hast, wovon ich spreche, es geht um mein 10-wöchiges Gruppencoaching Manifest Like a High Value Woman, wo es darum geht, dich wieder in dein High Value Woman Dasein zu verankern. Es geht darum, dass du eine Manifestationsqueen wirst, dir dein Lieblingsleben manifestierst, dir deine Lieblingsbeziehung manifestierst und einfach wieder Nähe, Verbundenheit und Leichtigkeit in dein Leben einlädst. Es ist ein Programm, wo ich dich wirklich sehr intensiv und exklusiv supporte und unterstütze. Und wir haben noch eine Runde dieses Jahr und bitte trage dich dafür jetzt schon mal auf der Warteliste ein. Du findest alle Details in den Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, weil es ist so amazing, was möglich ist. Und ja,
Ich freue mich auf dich. Jetzt geht's aber erstmal los mit der heutigen Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dein Ego kennenzulernen. Ja, bis gleich. So, heute geht es ja darum, die Geschichten, die dir dein Ego jeden Tag erzählt, mal genauer anzuschauen. Und die laufen den ganzen Tag ab. Die laufen meistens so auf dem Autopilot ab. Und ich freue mich so, mit dir diese Podcast-Episode zu teilen, weil ab heute werden sie dir bewusst. Und es kann zum Teil ja auch echt unbequem werden. Ich lade dich herzlich dazu ein, trotzdem weiterzumachen und auch vor allen Dingen hier trotzdem nicht so abzuschalten, weil das passiert manchmal. Das macht das Ego ganz gerne, weil dein Ego findet auch jetzt so eine Podcast-Episode blöd und unnötig. Und eigentlich gibt es jetzt gerade so viele bessere Sachen, die man machen kann, als diesen Podcast zu hören. Und da wird dein Ego jetzt schon aktiv. Da kannst du jetzt mal während des Podcasts, kannst du super gerne mal schon mal deine Gedanken beobachten und merken, wenn da irgendwie so eine bewertende Sache kommt oder dieses, ach, was muss ich heute noch machen? Oder wenn du auf einmal merkst, so, hä, was hat sie jetzt gerade gesagt? Was hat Nicole jetzt gerade gesagt? Weil ich war schon wieder beim Mittagessen oder ich war schon wieder irgendwie bei der Situation, die ich gestern mit meiner Freundin oder mit meinem Freund oder whatever hatte, das ist dein Ego. Dein Ego hat keine Lust, sich persönlich weiterzuentwickeln, weil dein Ego will da bleiben, wo dein Ego ist, ja, und ich komme da auch gleich zu, warum dein Ego das macht. Das macht dein Ego nicht, um dich zu ärgern, sondern das macht dein Ego, um dich zu beschützen, ja, aber deswegen ist es umso wichtiger und du kannst jetzt schon in die Übung gehen und jetzt schon in die Umsetzung gehen und jetzt schon wirklich aktiv die Entscheidung treffen, okay, ich höre jetzt hier mal zu, um da wirklich ja, mehr Leichtigkeit in mein Leben auch zu bringen, weil ich kann dir eins versprechen, wenn du lernst, mit deinem Ego zusammenzuarbeiten oder wenn du vor allen Dingen lernst, wieder die Überhand zu nehmen in deinem Leben und nicht dein Ego, dann lebt sich das Leben leichter und entspannter und glücklicher und das ist ja letztendlich, was wir wollen, ja. Okay, lass uns mal einsteigen mit, was ist überhaupt das Ego? What is the ego, ja? Und wie steuert mein Ego mein Leben? Also, dein Ego ist quasi deine Beschützerin deines innerlichen Kindes. Also dein innerliches Kind, okay, hat ja gewisse Schlussfolgerungen gemacht in Form von Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Und dein Ego beschützt quasi diese Glaubenssätze. Dein Ego ist auch quasi alles das, was nach ich komme. Auch ich bin. Ich bin schlecht. Ich bin schlau. Ich bin dumm. Ich bin faul. Ich bin sexy. Ich bin hässlich. Ich bin das. Alles, was nach dem Ich bin kommen, ist quasi so eine Erweiterung deines Egos. Dein Ego ist auch dein Selbstwert. Dein Ego ist auch, ja, deine persönliche Identität. Also deine persönliche Identität, die ich ja auch oft die Glaubenssätze nenne, die Überzeugung, ist quasi, das Ego ist einfach so eine Erweiterung davon. Und dein Ego hat halt ganz eigene Geschichten. Also wie der Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, das ist quasi eine Ego-Geschichte. Also alles, was nach ich bin, kommt. Und auch ich bin sexy, ich bin wundervoll, ich bin fantastisch, weil da komme ich auch nochmal gleich zu, wie sich auch das Ego manifestiert in so einer falschen Selbstbewusstsein, in so Narzissmus und so weiter. Ja, also auch das ist eine Ego-Geschichte. Und weißt du, ich denke so, wir Menschen haben alle so eine richtig große Ego-Geschichte. Um dir da ein Beispiel zu geben, werde ich dir einfach aus meinem Leben erzählen, was so die Mutter aller Glaubenssätze, nenne ich das auch. Also wir haben alle irgendwie so einen Glaubenssatz, der irgendwie sich immer wieder in unserem Leben wiederholt und den wir auch immer wieder mit so einer Ego-Geschichte defenden müssen, also wo wir kämpfen müssen, den wir verteidigen müssen. In meinem Leben war das zum Beispiel, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll. Das waren so meine zwei massiven Glaubenssätze und wenn irgendjemand die in irgendeiner Form getriggert hat, dann kam mein Ego und hat sich gewehrt. Und das ist dann aus so Geschichten passiert, wie zum Beispiel, wenn meine Partner früher mir nicht sofort zurückgeschrieben haben. Dann war ich so getriggert, weil das natürlich, das Bewusstsein habe ich natürlich erst jetzt, damals war es alles im Autopilot, aber ich war so getriggert, weil natürlich es mein Glaubenssatz getriggert hat, ich bin nicht wertvoll. Ich dachte dann, ne, Gedanken wie, ja, der geht aus, der hat wahrscheinlich was mit anderen Frauen, dadurch kamen auch viel so Eifersuchtsthemen, aber ich bin nicht wichtig genug, damit du mir einmal kurz schreibst und mein Partner oft so, Nicole, ich habe dir einfach eine halbe Stunde nicht zurückgeschrieben, aber bei mir hat das schon so Wut, Aggression
und auch ja, Unworthiness, also Wertlosigkeit getriggert, dass das in einem krassen Streit und Stress ausgeartet ist. Das sind so die Momente gewesen, wo ja, ich dann Szenen geschmissen habe und dann irgendwie 10 Millionen WhatsApps geschrieben habe und meine Ex-Partner da irgendwie, keine Ahnung, fertig gemacht habe bei WhatsApp oder sowas, ja. Und das war natürlich etwas, was mir extrem viel Energie gezogen hat. Oh my goodness, so viel Energie hat mir das gezogen. Und das Krasse ist, ganz am Schluss habe ich mich dann natürlich geschämt, ne, für mein Verhalten. Dann bin ich in die Spirale gegangen, dann tat es mir irgendwie leid und dann habe ich irgendwie dieses krasse Scham- und Schuldgefühl gehabt, was ja dann auch irgendwie total drückend und dysfunktional ist. Und das ist halt so etwas, dem musste ich mir erstmal bewusst werden, dass wenn irgendwie so etwas getriggert wird, wie ich habe mich gerade wertlos gefühlt, dass ich damit anders umgehe, da muss ich ja auch erstmal das Bewusstsein für haben. Und das kannst du jetzt auch mal, ich gebe dir auch heute richtig coole, ja, Schritt bei Schritt so Tools, um wirklich mal herauszufinden, was ist das bei dir? Also welcher großer Glaubenssatz wird getriggert und daraufhin hast du eine emotionale Reaktion, so wie Wut, so wie Trauer, so wie Angst, so wie Scham, so wie Schuld, ja, weil das wird dir ganz, ganz, ganz viel sagen über deine Ego-Geschichte, die dann mit sich kommt. Und dein Ego, ne, kannst du dir vorstellen, wie so ein Heinzelmännchen, der so aufsteht und dann anfängt, sich, ja, dich zu beschützen. Also das ist ja auch, für was das Ego da ist. Eine weitere Geschichte, die mir eingefallen ist, während ich auch, ja, darüber reflektiert habe, war zum Beispiel, ich weiß noch vor, ich glaube, es war vor 5 Jahren, da hatte ich mit der persönlichen Weiterentwicklung natürlich schon angefangen, aber ich war auch lost. Also da ging es mir echt, das war 2016, da ging es mir richtig schlecht. Also da war ich gerade in diesem Nadelöhr. Das war so, okay, entweder ruder ich jetzt wieder zurück in mein altes Leben oder ich ruder jetzt nach vorne in mein neues Leben. Aber dieser Weg reinzurudern in mein neues Leben, der ist schmerzhaft, unbequem und ja, nicht besonders schön. Und ich weiß noch, meine Eltern hatten das Haus umgebaut, wo sie gewohnt haben. Und ich habe ja in der Zeit noch in Berlin gelebt. Und meine Schwester hat auch in Deutschland gelebt. Und wir sind dann beide für Weihnachten quasi nach Hause gegangen in das Apartment, wo meine Eltern aber gerade umgebaut haben. Und jetzt waren da zwei neue Zimmer und ein Zimmer, was wunderschön war, riesig groß, unglaublich, ja, toll. Und das andere war halt eher so klein und ja. Und dann weiß ich noch, das war so ein krasser Streit, den ich mit meiner Familie hatte, weil ich kam nach Hause und es war halt so fast klar, dass einfach meine Schwester das große Zimmer bekommt und ich das kleine Zimmer. Und das hat zu einem Streit geführt, glaub mir, darauf bin ich nicht stolz. Also, weil das hat mich so getriggert, in der Zeit war ich sowieso so, also sowieso sehr emotional, dass ich wirklich Teller gegen die Wand geschmissen habe, ja. Also, ich war so wütend, weil das mich so darin bestätigt hat, dass ich wertlos bin, dass ich nicht wichtig genug bin. Und das war auch eine Geschichte, das kam mir hoch. Und dann war ich natürlich im Schuld und Scham gefangen danach. Das war so ein unfassbar krasser Kreislauf. Aber ich denke, es war auch nicht schlecht, dass das passiert ist, weil das hat mich wirklich nochmal motiviert, um da wirklich dran zu arbeiten und zu sagen, nee, Nicole, also du willst ja nicht so ein Leben leben. Du willst ja nicht, dass du immer wieder in solche Situationen gerätst, wo du danach einfach fix und fertig bist und auch Menschen verletzt. Weil wenn wir so aktiviert sind und so sehr auch in diesen Rechtfertigungen, dieses ich habe Recht, meine Meinung ist wichtig, dann ist es ja auch so, dass wir ja Menschen verletzen, weil wir ja nicht mehr in irgendeiner Form Abstand dazu nehmen, sondern wir fühlen uns so angegriffen. Also in dem Moment, wo meine Mutter oder meine Schwester gesagt haben, ja, ich nehme das große Zimmer bekommt deine Schwester, so ungefähr. In dem Moment habe ich mein eigenes Ich, meine Identität war direkt angegriffen. Also mein eigenes Selbst war bedroht, weil das ist, was das Ego macht. Dein Ego protected, also dein Ego schützt dein eigenes Selbst. Das heißt, du kannst nicht mehr differenzieren in dem Moment, okay, das geht jetzt gerade, das ist jetzt nicht persönlich, weil ich irgendwie weniger wert bin als meine Schwester, sondern du nimmst das so krass persönlich. Wenn du im Ego bist, dann nimmst du alles persönlich und du glaubst tatsächlich, dass dein eigenes Ich, dass deine eigene Existenz in irgendeiner Form bedroht ist. Deswegen kommt das Ego rein und fängt an, dich zu beschützen, weil da so eine tiefe Angst ist, dass man tatsächlich stirbt.
Und das war natürlich wichtig für mich zu erkennen. Ein weiteres Beispiel, das will ich einfach, ich gebe dir ein paar Beispiele aus meinem eigenen täglichen Leben, wie ich es früher hatte, weil dann kannst du es einfach vielleicht besser für dich erstmal verstehen und erstmal greifen. Was noch mir aufgefallen ist zum Beispiel war, wenn ich irgendwie aus dem Urlaub zurückkam oder sowas, das war jetzt auch mit meinen Ex-Partnern, aber auch mit Max, mit meinem jetzigen Partner, aber jetzt habe ich einfach bin ich so weit, dass ich damit super umgehen kann und auch noticen kann, ah, spannend, da ist einfach gerade mein Ego getriggert. Da komme ich aber gleich zu, wenn ich mit dir die Steps durchgehe, wie ich das gemacht habe. Aber so eine Sache wie zum Beispiel, ich komme aus dem Urlaub zurück, ohne jetzt meinen Partner und merke, dass der mir zum Beispiel dann so nicht Blumen gekauft hat oder mir irgendwie mein Lieblingsgetränk ins Kühlschrank gestellt hat. Also so kleine Sachen, die mir wichtig sind, die mir eine Freude bereiten würden und ist halt so, oh cool, du bist wieder da, aber macht mich nicht so special. Also ich brauchte immer natürlich von außen die Bestätigung, oh, du bist wichtig. Du bist wichtig, du bist jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen, das heißt, ich zeige dir aufgrund dessen, dass ich dir irgendwas kaufe, wie zum Beispiel Blumen oder irgendwie dein Lieblingsgetränk, dass du wichtig bist. Was ja auch was Schönes ist und das ist auch etwas Schönes zu kommunizieren. Aber die Erwartung zu haben und dann natürlich so krass getriggert zu sein, wie ich es früher war, ist natürlich nicht besonders funktional. Weil ich kam dann nach Hause und wenn das nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, habe ich natürlich eine Szene gemacht und habe natürlich wieder den Vorwurf nach außen projiziert. Ich bin dir nicht wichtig, ich bin nicht wichtig genug, du schaffst es nicht mal mir irgendwie Blumen zu holen. Ja, und das ist natürlich alles so Sachen, die, wenn du die von außen betrachtest, ist es so, hey Nicole, er hat vielleicht einfach nicht geschafft, die Blumen zu holen und außerdem hast du sie ja vielleicht auch gar nicht kommuniziert, ja, kein Mensch kann ja deine Gedanken lesen. Aber was halt das Ego vor allen Dingen macht, das Ego projiziert quasi eine Geschichte nach außen und projiziert halt Geschichten auf andere Menschen, damit dein Ego nicht eigentlich fühlen muss, also das Gefühl von, ich fühle mich nicht wichtig. Das ist ja ein Gedanke, ein Glaubenssatz, eine Identität, aber das ist ja auch ein Gefühl. Und weil wir so Angst haben, dieses Gefühl zu fühlen von Unworthiness, also von Wertlosigkeit, ja, von ich bin nicht wichtig, gehen wir und projizieren das aufs Außen, auf unseren Gegenüber und machen da eine Szene, weil das ist viel leichter, als tatsächlich da zu sitzen und zu sagen, boah, krass, das macht gerade was mit mir. Ich fühle gerade das und das und das. Das haben wir ja nicht gelernt und deswegen kommt unser Ego raus und dann fangen wir an zu kämpfen. Und das war wichtig für mich zu verstehen, weil, wie gesagt, ich wollte halt einfach nicht mehr diese Erfahrungen machen mit meinen Partnern oder mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und das Problem ist einfach, desto mehr wir uns mit unserem Ego identifizieren, desto mehr wir uns mit diesen Geschichten, die uns das Ego den ganzen Tag erzählt, identifizieren, desto mehr wird das unsere Realität. Weil da sind wir auch wieder beim Gesetz der Anziehung, da sind wir wieder beim Manifestieren. Alles das, was wir ja im Unterbewussten tief glauben und immer wieder, womit wir uns auch identifizieren, ziehen wir ja dann in unser Leben. Das heißt, wir ziehen uns dann Situationen in unser Leben, die uns immer wieder beweisen, guck, du bist nicht wertvoll, du bist nicht wichtig, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert und so weiter und so fort. Und deswegen ist es essentiell, immer wieder zu merken, okay, was ist da gerade für eine Geschichte und dient mir diese Geschichte? Mir fällt das auch oft auf, zum Beispiel, wenn ich im Gruppencoaching bin, und ich kenne das ja auch von früher, als ich viel Coachings gemacht habe, wo dann zum Beispiel gewisse Dinge wie Morgenroutine, ja, oder Abendroutine meinetwegen und einfach Journaling, solche Sachen in den Tagesablauf integriert werden, weil das natürlich sehr hilfreich ist, sehr wichtig ist. Und dann wird das Ego kommen, wir haben viele, viel bessere Sachen zu tun. Also was wollen wir jetzt hier sitzen und meditieren? Was wollen wir denn jetzt hier sitzen und im Workbook arbeiten? Warum macht dein Ego das und warum erzählt er dir in dem Moment 10.000 Dinge, die du stattdessen tun kannst? Naja, ganz klar, entweder um dich davor zu schützen, was da eventuell hochkommen könnte, weil wenn du dich anfängst, in einem Workbook extrem mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit Fragen, mit guten Fragen, die ich da natürlich reingepackt habe, um da in dein Unterbewusstsein einzutauchen, dann könnten natürlich Dinge an die Oberfläche kommen, die nicht besonders gemütlich sind. Oder dein Ego sagt natürlich, ich habe Angst zu scheitern. Also unterbewusst läuft dieses Autopilot ab, ja, du könntest ja scheitern. Ja? Und das ist natürlich das Ding, weißt du, da gibt
es gibt die Möglichkeit für eine positive Veränderung, aber in jeder Möglichkeit für eine positive Veränderung gibt es auch die Chance zu scheitern. Und da sagt halt dein Ego nein. Also da ist einfach dein Ego und dein Bodyguard. Wir können nicht scheitern, es ist einfach zu schmerzhaft. Weil vielleicht du irgendeine Erfahrung in dein Leben gemacht hast, wo du gescheitert bist, wo du verletzt warst. Und jetzt sagt dein Ego, wir schützen dich, weil das ist so der Bodyguard von deinem innerlichen Kind. Ja, und das ist, deswegen ist auch das Ego nicht schlecht. Das Ego ist nur problematisch, wenn es irgendwie dein Leben übernimmt. Okay, aber ich will jetzt ganz gerne schon mit dir in die Ego-Arbeit einsteigen. Du weißt jetzt inzwischen, wie wichtig es ist, dass du diese Ego-Arbeit tust, dass du dir bewusst wirst deines Egos, dass du auch die Geschichte dir mal anschaust von deinem Ego, weil ich kann dir eins versprechen, das fördert natürlich deine Authentizität. Ja, nur noch mal das auch anzusprechen, weil ich das jetzt bis hierhin noch nicht wirklich drauf eingegangen bin, aber je mehr du dir bewusst wirst, dass gerade dein Ego aktiv ist, desto authentischer wirst du. Desto mehr kannst du Verbundenheit mit Menschen herstellen, weil du authentisch bist und nicht die ganze Zeit in diesem Rechthaber-Falsch-Richtig-Modus, ja, wo du wirklich die ganze Zeit nur deine Meinung siehst, weil du sonst Angst hast, dass dein eigener Wert zerbricht. Und deswegen nochmal ganz kurz, ich möchte dich dazu einladen, was jetzt kommt als nächstes, diese Schritte, die ich mit dir durchgehe, die Ego-Arbeit, dass du sie machst. Und dass du jetzt dir einen Stift und Papier rausholst und dass du wirklich diese Schritte aufschreibst und dass du anfängst, diese Arbeit zu machen. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich bei mir. Wichtig, dass du die Arbeit tust, weil nur hier zuhören und dann sagen, ach ja, macht alles Sinn, ist einfach nicht so, nicht so hilfreich, wie wenn du dich tatsächlich hinsetzt und dich damit beschäftigst. Okay? Okay, cool. Der erste Schritt, wie du anfängst, diese Ego-Arbeit zu tun und dir bewusst zu werden von deinem Ego, ist natürlich Bewusstsein. Bewusstsein in der Form von, ich steige aus dem Autopilot raus und ich werde einfach mal beobachten ohne Bewertung. Das ist ja auch Achtsamkeit. Ja, dass du wirklich erstmal so eine Distanz schaffst zwischen dir und deinem Ego, deinen Gedanken, deinen Quatschi, der die ganze Zeit losgeht. Blabbelt und dir 100 Geschichten erzählt. Und dafür lade ich dich ein, natürlich eine Praxis dir anzueignen. Morgens aufzustehen, dich hinzusetzen, in die Stille an einen ungestörten Ort, mal kurz einen tiefen Atemzug einnimmst und aus und entspannst. Dein Ego darf entspannen. Du darfst letztendlich dich einfach mal in die Stille setzen, deine Augen schließen und tief ein- und ausatmen. Und dann möchte ich dich dazu einladen, eine Affirmation zu nutzen. Also nachdem du dein Nervensystem runtergefahren hast, ein bisschen geatmet hast, kurz im Hier und Jetzt angekommen bist, kurz mal deine Füße spürst, deinen Körper spürst, ankommst bei dir in diesem Moment und dann leg gerne deine Hände auf dein Herz und sage die folgenden Worte: Ich bin sicher, ich bin geborgen und ich wähle Vertrauen. Ich bin sicher, ich bin geborgen und ich wähle Vertrauen. Ja, und das machst du immer wieder und wieder und wieder in der Stille. Und das kannst du wirklich ein paar Minuten täglich machen. Es kann wirklich 2 Minuten sein. Wenn du es wirklich jeden Tag 2 Minuten machst, kann ich dir jetzt schon versprechen, gibt es ganz viele Veränderungen in deinem Leben. Jetzt kommt's aber, dein Ego wird das scheiße finden, keinen Bock drauf haben. Dein Ego wird irritiert sein, ja, dein Ego wird dir Geschichten erzählen, dass es viel Besseres gibt, dass es sowieso nichts bringt, dass es auch sowieso Quatsch ist, dass du jetzt irgendwie das zu tun hast, dass du keine Zeit hast. Das wird die ganzen Geschichten, von denen wir ja die ganze Zeit sprechen, das macht dein Ego. Du wirst auch Irritationen in deinem Körper eventuell wahrnehmen. Es haben mir sogar Leute schon gesagt, denen ist schlecht geworden. Also das ist wirklich so ganz viele verschiedene komische Empfindungen in deinem Körper, weil dein Ego diese Arbeit blöd findet. Und deswegen ist es aber trotzdem so wichtig, dass du das machst. Genau, und dann der zweite Schritt, nach dem Bewusstsein und auch so eine tägliche kleine Praxis in dein Leben zu integrieren, ist wirklich jetzt der Alltag und wie du wirklich dein Ego immer wieder treffen kannst in deinem Alltag. Also quasi check your mind. Also werde dir bewusst, was du für Gedanken hast. Schreib die am besten immer mal wieder auf. Ich mache das immer so in mein Notizbuch, in meinem Handy, also meine Notiz-App quasi.
und einfach mal dir bewusst werden, was kommt nach deinem Ich Bin. Also was sagst du so über dich den ganzen lieben langen Tag? Welche Worte folgen dem Ich Bin? Also sagst du Sachen wie, oh, ich bin immer spät, oh, ich bin so gestresst, oh, ich bin faul. Ja, oder sagst du, boah, ich bin super, ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich bin wundervoll. Vielleicht tust du das, vielleicht warst du schon mit mir im Gruppencoaching. Aber weißt du, hauptsächlich ist es das erste Punkt, ist dieser Autopilot erstmal auszuschalten und zu gucken, krass, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag über mich selbst? Und wie denke ich auch über andere? Wie spreche ich über mich? Wie spreche ich über andere? Ja, ich meine, weißt du, die Ego-Arbeit gibt uns halt einfach damit die Möglichkeit, neu zu wählen. Also es gibt uns die Möglichkeit, hinzuschauen und zu sagen, krass, was ich da den ganzen Tag so über mich denke. Und wow, ich kann ja neu wählen, wenn ich mir dem bewusst bin. Und außerdem können wir auch nur das verändern, wo wir ein Bewusstsein für haben. Ja, genau. Und dann der dritte Schritt, und das ist mein favorite Step, und ich lade dich dazu ein, bitte teile mit mir hier deine Antwort bei Instagram. Bitte, weil gebe deinem Ego einen Namen. Ich habe mein Ego Quatschi genannt. Das weißt du ja vielleicht schon, wenn du den Podcast schon länger hörst. Und Quatschi ist für mich so wertvoll gewesen, weil erstmal, wenn du einen Namen einer Stimme gibst, dann ist ja diese Stimme auf jeden Fall separate von dir. Okay, weil ich nenne mich selbst ja nicht Quatschi. Ich habe schon Klientinnen gehabt, die Ute genannt haben oder Viktor oder, was war das, Henry. Also die witzigsten Namen auch, einfach nur Menschennamen, ja, oder Jessica oder whatever. Und das hat so unfassbar viel bewirkt bei Menschen und bei mir ja auch. Also ich bin immer nur so, oh, Quatschi ist ja gerade sehr aktiv. Und das auch laut auszusprechen, das empowert mich, weil das ist so, okay, ich nehme gerade wieder das Steuer in die Hand und nicht Quatschi, ja. Und einfach auch solche Sachen wie zum Beispiel, wenn ich getriggert bin, wenn jetzt zum Beispiel Max mich triggert, ja, und irgendwas nicht tut und das in meine alte Wunde von ich bin nicht wichtig triggert, dann sage ich Sachen wie zum Beispiel, da wird Quatschi jetzt gerade aber ganz schön aktiv. Ja, und damit bin ich viel weicher, damit gehe ich viel mehr auf Max ein und bin ich so in diesem Ego, also in diesem Quatschi gefangen und habe mich identifiziert mit Quatschi, die sich jetzt gerade natürlich defenden will, die sich beschützen will, die Recht haben will, die natürlich ums Überleben kämpft, sondern ich bin so, hallo, ich beobachte gerade Quatschi, ganz schön krass aktiv wird und in mir ganz schön viel auslöst. Und dann gehen wir ganz anders in Dialog, als wenn ich Quatschi werde. Und deswegen, ich lade dich herzlich dazu ein, bitte gebe deinem Ego einen Namen und schick mir diesen Namen. Ich möchte es unbedingt wissen, also das interessiert mich. Schreib mir einfach bei Instagram eine Nachricht, wie heißt dein Quatschi, wie heißt dein Ego, ja? Weil das ist etwas, was so... Ja, das ist etwas so, so, so Cooles. Ich meine, da gibt es zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was ich dir ganz gerne nennen möchte, mit, weißt du, ich hatte eine Situation, hat eine Freundin mir zum Beispiel erzählt, ja, die gesagt hat so, ja, ich war neulich bei meiner Schwester zu Hause und meine Schwester, das Erste, was sie halt zu mir sagt, ist, boah, du siehst ja müde aus. Und dann habe ich meiner Schwester erstmal erklärt, dass ich müde aussehe, weil ich habe 2 Kinder und weißt du, sie soll das mal alles wuppen mit den Kindern und alleinerziehend und hat halt sich mega darüber aufgeregt, dass ihre Schwester einfach nur gesagt hat, du siehst müde aus. Und das ist ja so eine ganz klare Ego-Geschichte, weil eigentlich hat jemand gegenüber nur gesagt, du siehst müde aus. Und dann kommt aber das Ego und sagt, was? Du siehst mich nicht, ne? Du erkennst mich nicht. Das ist da ganz klar auch diese Sache von, ich werde nicht gesehen, wie sehr hart ich arbeite. Ja, und in dieser Hinsicht, da habe ich auch gesagt, wäre es so viel funktionaler gewesen, einfach zu sagen so, boah, krass, ich habe das gerade richtig persönlich genommen, dass du sagst, du siehst müde aus und es hat mich gerade verletzt. Weil das ist ja, um was es geht. Wir kommen an mit unserem Heinzelmännchen-Ego und fangen an zu kämpfen, aber eigentlich geht es ja wieder um das Thema Schmerz einfach. Das tut mir gerade weh, weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht wichtig genug für dich. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt die Szenen früher hatte mit meinen Ex-Partnern, wenn die mir nicht geschrieben haben, da einfach kurz mal innezuhalten und sagen, ja, also es tut mir einfach gerade weh, weil ich fühle mich gerade nicht wichtig, wird die Situation viel leichter machen und viel schneller auflösen, als
du Arsch, du siehst mich nicht als wichtig an, ich verlasse dich jetzt, weil es bringt ja sowieso nichts, ne? Dann kommt ja auch, das Ego fängt ja dann auch an zu drohen und so weiter und so fort. Ich habe immer meine Ex-Partner, habe ich dann immer irgendwie 5000 Mal verlassen, weil ich irgendwie natürlich auch wollte, dass sie mir dann hinterherrennen und für mich kämpfen, um mir zu beweisen, du bist wichtig, Nicole. Weil ich selbst in mir so fest davon überzeugt war, ich bin unwichtig und mein Ego da so hart gekämpft hat, dass ich da immer auch diese Co-Abhängigkeit hatte, ja. Und das ist so powerful, da einfach mal kurz so zu sagen, okay, das ist mein Quatschi und um was geht's hier wirklich eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass ich gerade irgendwie verletzt bin. Und solche Sachen auch laut auszusprechen wie, das macht was mit mir. Was du da gerade gesagt hast, das triggert mich gerade. Das macht was mit mir. Ich spüre in meinem Körper gerade irgendwie, mein Herz schlägt schneller, meine Hände schwitzen, irgendwie das Blut schießt mir in den Kopf und dann einfach auch kurz bei dem Gefühl zu bleiben, in deinem Körper, das Gefühl kurz zu fühlen und dann zu sagen, puh, mein Quatschi wird gerade richtig laut, richtig, richtig laut. Ja, und das ist etwas, was mir so unglaublich hilft, weil das hilft mir, diese Distanz zu schaffen, das hilft mir, das Ganze auch von Weitem zu betrachten, um mich nicht so sehr mit der Sache zu identifizieren. Und glaub mir, das passiert mir immer noch. Ich meine, ich bin gerade in Berlin, bin hier in meinem alten Podcast-Spot und ich bin angekommen und saß auf dem Zug zum Beispiel und habe so ein paar Freunden hier geschrieben, ja, und habe gesagt, hey, ich bin jetzt da und so Freunden und Bekannten und so, dass wir uns irgendwie mal treffen, irgendwie mal eine kleine Party zusammen feiern oder so. Und da habe ich auch, ich habe so einen Freund von mir, der oft mir schon so dieses Ego getriggert hat, von nicht wichtig sein und so weiter, weil ich habe den total lieb, aber der ist einfach manchmal so in seiner eigenen Welt gefangen und da kann man halt auch Dinge einfach schnell persönlich nehmen. Und ich habe schon oft in unserer Freundschaft, wir sind schon seit 20 Jahren befreundet, habe ich Sachen einfach schon oft persönlich genommen. Und das war so spannend, weil ich habe ihm geschrieben und er hat mir nicht sofort zurückgeschrieben. Und sofort, okay, hat mein Ego, und ich glaube, ich habe ihn kurz online gesehen oder sowas bei WhatsApp, und dann hat er mir nicht zurückgeschrieben. Und sofort kam mein Ego hoch und war so, ja, ach, dem ist das doch eh egal, dass du in Berlin jetzt bist. Ach, der kümmert sich doch sowieso nicht. Ach, ihr habt doch sowieso eine ganz andere Vorstellung von Freundschaft. Er konnte dir doch noch nie wirklich das geben, was du brauchst in einer Freundschaft. Also mein Ego, ne, so aktiv. Und ich war so, wow, crazy. Weil jetzt bin ich halt aware. Also ich bin ego aware. Das heißt, ich gehe nicht mit dieser Geschichte mit, sondern ich komme an in diesem Moment, ich erschaffe Bewusstsein. Ich sage, hi Quatschi. How are you doing? Ja, kannst du mal kurz chillen? Lass uns mal kurz hier ankommen. Ich versichere mir selbst, dass ich sicher bin. I am safe. Es ist alles okay. Und ich sage in dem Moment auch so, alles okay. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben. Und er schreibt zurück, wenn er zurückschreibt. Wir treffen uns, wenn es so sein soll. Also ich gehe dann auch schnell so in meine High-Value-Woman-Self, ja, die einfach reflektiert ist, die auch wirklich die erwachsene, gestandene Frau ist, die ich ja bin, die du ja auch bist. Und bin ruhig und entspannt darüber. Und dann, na klar, hat er auch irgendwann geschrieben. Ja, aber das hat dann halt ein paar Stunden gedauert, weil Menschen haben ja auch ihr Leben. Weil wenn du im Ego bist, dann glaubst du, die ganze Welt dreht sich nur um dich. Jeder Mensch hat nur den Fokus auf dich, ja. Und das ist halt etwas, was so empowering wieder war. Da war ich auch nur so, boah, ich bin so froh, dass ich diese Arbeit gemacht habe in meinem Leben, weil ich dann nicht mehr so drauf einspringe auf diese Rollercoaster und loslege, sondern da bin, im Hier und Jetzt und sage, okay, alles gut, ja. Aber trotzdem hat das was mit mir gemacht. Also ich sage auch, diese Arbeit ist durchgehend. Man macht die nicht nur einmal und dann schwuppdiwupp muss man die nie wieder machen. Nein, das ist Arbeit, die macht man in seinem Leben immer wieder, weil it's part of the human experience, dass wir ein Ego haben. Aber wichtig ist, die Arbeit halt zu tun, ja. Also deswegen, da möchte ich dich einfach wirklich zu einladen, dass du immer wieder schaust, okay, wo fange ich an, mich zu rechtfertigen? Wo fange ich an zu kämpfen? Wo fange ich an, Menschen zu bewerten, zu verurteilen? Das ist auch ein großes Ding, ja? Da kannst du sehr bewusst werden, dass dein Ego gerade aktiv ist. Weil wenn wir andere beurteilen, dann ist es, weil wir unsere Schattenseiten unterdrücken, ja? Weil wenn wir sagen, oh, die Person, ne, wie ist die eigentlich drauf? Wie arrogant ist die eigentlich? Dann ist das in dir ein Teil und ein Anteil, der irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat im Außen, dass du als arrogant dargestuft worden bist. Dass vielleicht irgendwie mal deine Mutter gesagt hat, als du 5 warst, sei jetzt mal hier nicht so arrogant. Also, ne, jetzt reiß dich ja mal zusammen. Und in dem Moment hast du das
geschlussfolgert, okay, ich bin falsch. Und jetzt versuchst du alles, um diesen Anteil zu unterdrücken, aber projizierst diesen Anteil die ganze Zeit nach außen. Das ist ja auch in der Spiritualität. Die 12 universellen Gesetze, die ich ja auch ja, in meinem Gruppencoaching habe, ne, Gesetz der Einheit, alles, was ich in dir sehe, ist in mir. Das ist etwas, was so wichtig ist, dass wir das erkennen. Wenn du über jemand anders schlecht redest, dann ist das für dich eine mega Möglichkeit, den Blick nach innen zu richten, zu sagen, huh, crazy. Was ist da in mir und wie erkenne ich diesen Anteil auch in mir? Weil was unser Ego ganz gerne macht, ist so, oh, was diese Person gerade macht, das würden wir nie tun. Das sind schlechte Menschen und guck, wir sind gute Menschen. Warum? Weil das deine Überlebung sichert in Form von, guck mal, ich bin ein guter Mensch, ich werde geliebt. Okay, das ist dieses Bedürfnis von Liebe, was in dem Moment erfüllt wird. Puh, ja, aber deswegen ist es auch so eine harte Arbeit, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, harte Arbeit, sich dir den Ego bewusst zu werden, weil wir dann auch anfangen müssen, unsere Verhalten und unsere Art und Weise, wie wir leben, wirklich zu reflektieren und zu hinterfragen. Und auch wirklich mal einzusehen, dass wir nicht alles richtig machen. Und dass auch wir gewisse Anteile in uns haben, die eventuell unschön sind. Also unsere Schattenanteile. Aber nur wenn wir unsere Schattenanteile anschauen, können wir sie heilen. Ja, nur dann können wir auch diese Gefühle von Scham und Schuld und Trauer und ja, Angst heilen. Nur dann. Und das wollen wir ja heilen, weil wir uns ja unser Lieblingsleben manifestieren wollen. Und deswegen ist es auch wichtig, knallhart ehrlich zu sein. Und dafür braucht man manchmal auch jemand im Außen. Also ich brauchte oft Coaches, die mir bewusst gemacht haben, aha, Nicole, da bist du gerade so hart im Ego, schau mal her, ja, blick mal die Sache in die Augen, ja. Und das, ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich diesen Mut hatte. Ich sage auch immer zu meinen Klientinnen, immer sage ich das Erste, was ich sage bei jedem Start vom Gruppencoaching, du bist so mutig, dass du hier bist. Ich bewundere dich. Mit meinem ganzen Körper bewundere ich dich, dass du hier bist. Weil das ist mutig hinzuschauen. Es ist mutig zu sagen, okay, ich gehe da tauchen in diesem Unterbewusstsein. Ich schaue mir mein Ego an, ich schaue mir mein Verhalten an, ich schaue mir meine Schlussfolgerungen an, meine Glaubenssätze an, meine Traumas an. Ich schaue mir die an, damit ich sie heilen kann. Und dann sind wir wieder beim schönsten Schlusswort auch für heute. Wenn du das für dich erkennst und heilst, dann gibst du anderen die Möglichkeit, das auch zu tun. Das ist dein Beitrag auf dieser Welt. Je bewusster du dir von deinem Ego wirst, desto mehr du es schaffst, zu sagen, weißt du was, ich brauche jetzt hier nicht recht zu haben. Deine Wahrheit ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Wir haben alle Recht und alle Unrecht. Und ich werde jetzt einfach mal entscheiden, bei mir zu bleiben und auch Frieden zu wählen. Frieden beginnt ja schließlich bei mir. Ja? Desto mehr bringst du diese Energie in die Welt. Ich meine, that's why I do what I do. Das ist, warum ich diese Arbeit mache, weil ich gemerkt habe, wie mein Umfeld sich verändert hat, dadurch, dass ich mich verändert habe. Wie meine Energie auf andere abfärbt. Ja, und wie powerful das ist. Und genauso ist es bei dir auch. Und deswegen, ich liebe dich dafür, dass du hier bist, dass du dir diesen Podcast schon reinziehst. Ja, that you are doing the work. Ich möchte dich dazu einladen, beschäftige dich mit deinem Ego. Ich freue mich riesig, den Namen deines Egos zu hören. Und und wenn du dabei Unterstützung brauchst, honestly, komm ins Gruppencoaching und dann unterstütze ich dich 10 Wochen lang intensivst. Ja, okay. Du wundervoller Mensch, ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst, dass du dieses große Thema deines Egos dir mal unter die Lupe nimmst und dass du dich dadurch auch wieder mit deiner Intuition connectest, wieder mit deinem authentischen Ich connectest, weil du bist so einzigartig, so wertvoll, so wundervoll. Du bist ein Unikat, dich gibt es nur ein einziges Mal und deswegen ist es so wichtig, dass du dein authentisches Ich lebst, weil die Welt das braucht. Und deswegen danke ich dir nochmal, dass du hier bist. Und ich schicke dir ganz viel Liebe und freue mich, von dir zu hören. Connecte mit mir auf Instagram, schreib mir deine Erkenntnisse. Ich liebe es, von dir zu hören. Ich schicke dir ganz viel Liebe in deinen Tag oder in deine Nacht. Always remember, the best is yet to come. Much love, deine Nicole.